Was braucht man für die Kieler Woche? Gute Laune und wetterfeste Kleidung. Gute Laune, gute Kleidung, wenn es regnet. Und? Fällt dir noch was ein? Freunde. Freunde, viele Freunde. Also nicht alleine hin, weil das wäre langweilig. Ja. Gutes Wetter, ordentlich Wind und tolle Stimmung. Gutes Wetter endlich mal. Also das ist ja immer schon der Hauptpunkt. Wenn das Wetter nicht stimmt, dann zieht mich da nichts hin. Ich würde sagen, gute Freunde. Worauf freuen Sie sich am meisten bei der Kita-Woche? Auf die gute Stimmung. Auf das ganze Essen. Wakeboard. Ich weiß nicht mehr, also was man sich freuen soll. Früher waren die Eggs besser und jetzt ist einfach, was künstlerisch geboten wird, einfach schlecht im Gegensatz zu früher. Das muss man ganz klar so sagen. Erstmal von der Auswahl oder von der Anzahl der Acts, die sind, und dann auch von der Anzahl der Bühnen. Einfach, dass wir zusammen, also wir gehen auch noch zusammen auf die Kieler Woche, machen uns da einen schönen Nachmittag bis Abend. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten, dass wir noch in der Familie auch noch zusammen gehen. So, das sind so die Sachen. Ein, zwei gute Konzerte, aber sonst auch, also so mehr nicht. Was ist typisch für die Kieler Woche? Schlechtes Wetter am zweiten Wochenende und der Temperatursturz um 25 Grad von irgendwie kurz unter 30 bis 5 Grad dann mit Regen. Fröhliche Menschen, tolle Segelbilder, gute Stimmung, hervorragendes Ambiente, einfach unsere fünfte Jahreszeit für Kiel. Schlechtes Wetter, Segelregattern und ja, Fressbuden. Segeln. Die Essbuden sind typisch für die Kieler Woche und die gute Laune, finde ich. Gut. Was nervt an der Kieler Woche? Die Betrunkenen im Zug. Das schlechte Wetter am zweiten Wochenende immer. Zu viele zu besoffene und ja, Menschen einfach. Es ist ein Tick zu viel, gerade für Kiel. Kiel ist dafür irgendwie nicht ausgelegt. Dass es so ein bisschen entzweit ist mittlerweile. Also der zentrale Kern aus der Innenstadt hat sich so in das Umfeld ein bisschen verlagert. Finde ich ein bisschen schade. War früher ein bisschen mehr familiärere Atmosphäre. Die ganzen Leute, also gerade die Betrunkenen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden bin, ich dieses Jahr dahin, dann hat man immer so ein bisschen Angst, gerade so als Mädchen, hat man immer ein bisschen Angst, dass man von irgendwelchen Betrunkenen angesprochen wird, dass man halt hat immer Angst, dass irgendwas. Wer sollte die Kieler Woche eröffnen? Mir egal. Es könnte jemand sein, der aus dem öffentlichen Leben kommt, der vielleicht einfach mal sagt, jemand unbekannt ist, der vielleicht was Schönes geleistet hat oder eine Sportlergröße, wäre eine Möglichkeit. Daniel Günther, ganz klar. Also als zukünftiger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ist das eigentlich seine Aufgabe. Und vielleicht kriegt man ja irgendwie noch einen anderen Politiker, der sich erbarmt, nach Kiel zu kommen. Wer weiß. Ich finde, dass jemand aus Kiel das machen sollte, der vielleicht sich ganz besonders engagiert für Hilfsbedürftige in Kiel. Oder ja, jemand, der in Kiel lebt und vielleicht auch was für Kiel tut. Das würde ich schön finden.